Die Stadtmaus und die Landmaus. Das ist die Stadtmaus. Die Stadtmaus lebt in der Stadt. Die Stadt ist sehr schön. Da gibt es Gebäude und vielen Geschäften und Restaurants. Aber heute besucht die Stadtmaus seinen Freund. Die Landmaus. Das ist die Landmaus. Die Landmaus lebt in einem gemütlichen Nest am Fuße eines Baumes. Ihr Zuhause ist klein, aber es ist warm und gemütlich. Die Landmaus kocht ein Abendessen mit Lebensmitteln aus ihrem Garten, Mais, Karotten, Eicheln und ein kaltes Glas Wasser aus dem Bach. Aber die Stadtmaus ist enttäuscht. Er fragt, was ist das? Es ist nichts weiter als ein paar Mais und Getreide. Wenn du zu mir in die Stadt kommst, gebe ich dir ein großes Fest, sagt die Stadtmaus. Die Stadtmaus und die Landmaus gehen in die Stadt. Das Haus ist riesig und gemütlich. Auf dem Tisch gibt es köstlichen Speisen. Fleisch, Spaghetti, Meeresfrüchte und Salat. Es schmeckt lecker, aber da ist eine Katze. Die Katze mit scharfen Zähnen und scharfen Krallen jagt die beiden Mäuse vom Tisch und über den Boden. Landmaus eilt zurück in den Keller und packt ihre Tasche. Die Landmaus geht zurück aufs Land. Die Landmaus kann jetzt in Ruhe ein einfaches Abendessen genießen. Moral: Manchmal ist das Leben anderer Menschen nicht so großartig, wie sie dich glauben machen. Die Stadtmaus und die Landmaus. Das ist die Stadtmaus. Die Stadtmaus lebt in der Stadt. Die Stadt ist sehr schön. Da gibt es Gebäude und vielen Geschäften und Restaurants. Aber heute besucht die Stadtmaus seinen Freund. Die Landmaus. Das ist die Landmaus. Die Landmaus lebt in einem gemütlichen Nest am Fuße eines Baumes. Ihr Zuhause ist klein, aber es ist warm und gemütlich. Die Landmaus kocht ein Abendessen mit Lebensmitteln aus ihrem Garten, Mais, Karotten, Eicheln und ein kaltes Glas Wasser aus dem Bach. Aber die Stadtmaus ist enttäuscht. Er fragt, was ist das? Es ist nichts weiter als ein paar Mais und Getreide. Wenn du zu mir in die Stadt kommst, gebe ich dir ein großes Fest, sagt die Stadtmaus. Die Stadtmaus und die Landmaus gehen in die Stadt. Das Haus ist riesig und gemütlich. Auf dem Tisch gibt es köstlichen Speisen. Fleisch, Spaghetti, Meeresfrüchte und Salat. Es schmeckt lecker, aber da ist eine Katze. Die Katze mit scharfen Zähnen und scharfen Krallen jagt die beiden Mäuse vom Tisch und über den Boden. Landmaus eilt zurück in den Keller und packt ihre Tasche. Die Landmaus geht zurück aufs Land. Die Landmaus kann jetzt in Ruhe ein einfaches Abendessen genießen. Moral: Manchmal ist das Leben anderer Menschen nicht so großartig, wie sie dich glauben machen. Die Stadtmaus und die Landmaus. Das ist die Stadtmaus. Die Stadtmaus lebt in der Stadt. Die Stadt ist sehr schön.
Da gibt es Gebäuden und vielen Geschäften und Restaurants. Aber heute besucht die Stadt Maus seinen Freund. Die Landmaus. Das ist die Landmaus. Die Landmaus lebt in einem gemütlichen Nest am Fuße eines Baumes. Ihr Zuhause ist klein, aber es ist warm und gemütlich. Die Landmaus kocht ein Abendessen mit Lebensmitteln aus ihrem Garten, Mais, Karotten, Eicheln und ein kaltes Glas Wasser aus dem Bach. Aber die Stadtmaus ist enttäuscht. Er fragt, was ist das? Es ist nichts weiter als ein paar Mais und Getreide. Wenn du zu mir in die Stadt kommst, gebe ich dir ein großes Fest, sagt die Stadtmaus. Die Stadtmaus und die Landmaus gehen in die Stadt. Das Haus ist riesig und gemütlich. Auf dem Tisch gibt es köstlichen Speisen. Fleisch, Spaghetti, Meeresfeuchte und Salat. Es schmeckt lecker, aber da ist eine Katze. Die Katze mit scharfen Zähnen und scharfen Krallen jagt die beiden Mäuse vom Tisch und über den Boden. Landmaus eilt zurück in den Keller und packt ihre Tasche. Die Landmaus geht zurück aufs Land. Die Landmaus kann jetzt in Ruhe ein einfaches Abendessen genießen. Moral: Manchmal ist das Leben anderer Menschen nicht so großartig, wie sie dich glauben machen.